hatte die Maustaste gedrückt, um den Zauber auf ein Ziel auszurichten. Lass die Maustaste los, um den Zauber anzuwenden. Probier ihn mal bei diesem Fass aus. Auf dieses Fass an, um es umzuwerfen. Zauber auf den Schalter an der Wand an, um die Tür zu öffnen. Du kannst den Flipendo-Zauber auf alle möglichen Dinge anwenden. Probier es doch mal bei diesem Kessel. Wirf ihn einfach um. Du solltest als nächstes herausfinden, Nick, der Hausgeist von Gryffindor. Mit diesem Buch kannst du das Spiel speichern. Wenn du es berührst, wird das Spiel automatisch gespeichert. Wenn deine Energie auf Null abgesunken ist, fängst du an der Stelle wieder an, an der du zuletzt gespeichert hast. Im Hauptmenü kannst du ein zuvor gespeichertes Spiel laden. Auf Wiedersehen. Im Hauptmenü kannst du ein zuvor gespeichertes Spiel laden. Sieh dich ganz genau um, Harry. Es gibt eine Menge Geheimnisse zu entdecken. Niemand nimmt einen mehr ernst, wenn der Kopf nicht mehr richtig sitzt. Flipendo! Flipendo! Sleep.
Verwende den Flipendo-Zauber bei diesem Block, um ihn aus dem Weg zu schaffen. Der Block kann bewegt werden, aber nur bis dahin. Laufe auf den Block zu, ohne anzuhalten, denn dann wirst du hinaufklettern. Flipendo! Flipendo! Oh.
Glückwunsch, Potter. Du hast die Aufgabe bestanden. Du hast alle Sterne eingesammelt. 20 Punkte für Gryffindor. Nun mach dich aber auf den Weg zum Flugunterricht. Im Gemeinschaftsraum von Gryffindor unterhielten sich Harry, Ron und Hermine über die ersten aufregenden Tage in Hogwarts. Es gab viel Gerede um den Einbruch bei Gringotts, der Zaubererbank. Die drei hatten jedoch nicht sehr viel Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, da sie schon bald zum Flugunterricht mit Madame Hooch mussten. Ich bin deine Lehrerin, Madame Hooch. In deiner ersten Stunde wirst du lernen, den magischen Ring. Lesen. Mit den Schleusch, du deine kleine Fähigkeit. Fertig, Harry? Wenn ich pfeife, geht's los. Jetzt mach dich aber auf den Weg zum Zauberkunstunterricht. Einen schönen Tag noch, Harry.